Und auch ihn hätte man niemals hinter einem Bankschalter gefunden. Jochen Distelmeier ist der Pop-Intellektuelle Deutschlands. Heute in Tracks im Interview der Woche. Gerade noch hat unser Autor das Adorno-Gesamtwerk zum Frühstück verputzt. Jetzt trifft er Jochen Distelmeier, den Pop-Philosophen der Nation. Mittlerweile findet der auch für komplexe Zustände schöne, einfache Sätze. Ich würde den Reim Herz auf Schmerz, den würde ich immer verteidigen. Vor Vorwürfen der Klischeehaftigkeit oder, ja. Warum? Warum ich den verteidigen würde? Weil es ein wichtiger Reim ist. Eine wichtige Erfahrung. Oder weil es das gibt. Herr Wind und Silbern fällt der Regen auf die Welt. Komm zu mir wie ein alter Freund. Ich geh durch die Straßen ohne Gott und ohne Geld. Und gestern Nacht hab ich von dir geträumt. Existenzialisten-Blues an der Wanderklampfe. So versöhnlich klang Distelmeier nicht immer. Vor 17 Jahren war jede Zeile noch ein Angriff. Ein Lied mehr ist eine Tür. Ich frag nicht bloß wofür, denn das, was dahinter liegt, scheint kein Deut besser als das hier. 1992 veröffentlichen Blumenfeld ihr Debütalbum Ich Maschine. Also Ende der 80er Jahre, aufgrund dessen, was eigentlich so zu der Zeit so über den Äther geschickt wurde und so musikalisch so stattfand, dass ich so merkte, ich hatte so ein bisschen das Interesse an zeitgenössischer Musik oder Musikmachen verloren und habe dann eher andere Sachen gemacht und dann aber sehr stark und sehr viel Hip-Hop gehört. Und mich hat so dieses Public Enemy das Thema von Chuck D, so, dass dann so Hip-Hop, dass er so wie so ein Nachrichtendienst, so CNN, sowas so sieht. Ne? Und darüber habe ich wieder so eine Art Zutrauen zu Texten in Musik gefasst und hatte Bock, eine Band zu gründen. Blumenfeld, benannt nach einer Figur von Kafka. Die Lyrik ist geschult an der neuen Innerlichkeit. Lieber einmal öfter ich sagen. Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Als Text, der kein Behälter Sarg sein mag. Schachtelsätze, die elegant wie ein Surfbrett auf der Noise-Rock-Welle reiten. Verstärker. Distelmeier gab dem Deutschpop eine neue Sprache. Arbeitete mit Parolen, Brüchen, Philosophie-Zitaten. Adornos Frankfurter Schule lässt grüßen. Kein Wunder, dass Blumenfeld als Hamburger Schule gelabelt wurde. Es war eine sehr freie und offene Situation in der Stadt. Viele Freiräume, in denen man einfach so, ja, so, jetzt bin ich hier und von hier mache ich meine Sachen. Es hatte auch was Leeres, ne? Und Unbestimmtes. Aber eben auch so, ja, es gab viele Räume, Freiräume, Nischen. Orte, die darauf warteten, dass man sie in Beschlag nimmt und von da aus seine Sachen macht. Vor 2 Jahren war Schluss mit Blumenfeld. Der 16 Jahre lange Song, wie es Distelmeier nennt, war zu Ende geschrieben. Aufgewachsen ist er in Bielefeld. Wie jeder Revoluzer von Welt, ein Provinzkind. Schon früh besessen von Musik. Platten zu klauen, ja, war mit Risiken verbunden. Das ist es heute nicht mehr. Ja? Dadurch ist der, geklaut? Ja, wenn ich nicht genug Geld hatte als Teenager. Klar, Logo. Man wollte unbedingt jetzt auch nur diese, man hatte nur das Geld für die eine. Aber wäre es nicht langsam an der Zeit, die Platten wieder zurückzubringen? Nein, wieso? Ich meine, nein. Das, so viele waren das nicht. Aber so, wie gesagt, also das machte so den Thrill bei der Sache so aus. Was Riskantes zu machen, was aufs Spiel zu setzen. Weil man unbedingt dieses Stück haben wollte, bei sich. Ja? Vielleicht ist ja bei uns so ein Stück dabei. Platten.
Ich finde die Cover alle ziemlich schrecklich. Mhm. Was ist denn Calypso Christmas? Kenne ich nicht. Auch nicht meins. Das ist natürlich ein Cover, logisch, klar. Also eine Platte, die mir sehr wichtig war. Hat mich einfach berührt. Bonnie von Prefab Sprout und ihrem Mastermind Paddy McAloon. Ist das so schnell? Das macht mich traurig. Also, warum? Ja, weil ich gehört habe, dass es ihm so schlecht ging lange Zeit. Ich hatte ab bestimmten Zeitpunkt den Eindruck, dass er auf eine verzweifelte Art mehr in sein Talent verliebt ist, als in, das steht mir nicht zu, das zu sagen. Oder in seine Dämonen oder was auch immer. Ob im Interview oder an der Gitarre, Jochen Distelmeier sucht immer nach dem perfekten Ton. Zweiter ist falsch. Als Songschreiber bringt er Gegensätze zusammen. Befindlichkeitsmonologe und puren Pop, Metaphernschlager und Lärmrock. Er lässt auch gerne mal Welten aufeinanderprallen. Im Video Wohin mit dem Hass fordert er auf zum Kampf gegen die Reichen und Mächtigen und stilisiert sich selbst zum Erlöser. Doch schon im nächsten Tanzvideo Lass uns Liebe sein macht er einen auf Karaoke-Popper und möchte die Welt umarmen. So zuvorkommend und freundlich wurde ein Publikum selten angebaggert. Es ist einfach sehr, sehr nett von den Leuten, dass sie sich, dass sie zu den Konzerten kommen. Es ist, und sich für das interessieren, was ich mache. Das ist aber ein immenses Privileg. Genauso wie, keine Ahnung, John Lennon gesagt hat, so, wenn die Leute den Rolls-Royce vollgeschmiert haben, lass sie, sie haben es bezahlt. So. Ich Distelmeier gibt die Richtung vor. Seine Erbauungslieder euphorisieren ganz wunderbar. Schön, dass man ihnen neuerdings auch viel leichter folgen kann. I won't.